In der letzten Zeit merkt man dieser große Angriff gegen, natürlich Barakallahu fikum, die Muslime, die zum Islam aufrufen und speziell gegen die Leute, die allgemein die Sunna von Propheten, von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam praktizieren wollen. Das geht nicht um Namen, liebe Brüder, Barakallahu fikum. Das geht nicht um Namen. Das geht wirklich um den Islam. Und man hat das bestätigt, indem man gesagt hat, diese Leute rufen zu einem Ur-Islam. Was bedeutet Ur-Islam? Es gibt Ur-Islam, ein Islam vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der richtige Islam. Und es gibt eine neue Art vom Islam, was man nennt moderne Islam. Und weil wir, und ich bin, Alhamdulillah Rabbil Alamin, ich bin auch stolz, zu diesem Ur-Islam zu rufen, wenn es sowas gäbe, aber es gibt nur einen einzigen Islam. Und ich rufe zu dem Islam. Und der Islam ist, dass wir die Hingabe zu Allah haben. Dass wir uns unterwerfen unter seinem Willen. Und dass wir uns ergeben. Und dass wir das tun, was er uns befohlen hat. Und das verlassen, was Allah subhanahu wa ta'ala uns verboten hat. Wir lieben alle Propheten. Und wir folgen allen Propheten. Und wir ehren die Menschen. Und wir versuchen, gut zu Menschen zu sein, zu Tieren zu sein, zu Natur zu sein, auch zu anderen Mitmenschen. Wir versuchen, Toleranz zu zeigen und Barmherzigkeit und Geduld, weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam das uns beigebracht hat. Wir haben eine Regel in unserer Religion. Und zwar, behandelt man uns gut, versuchen wir, besser zu werden. Behandelt man uns schlecht, versuchen wir, Geduld zu zeigen. Wir wollen niemals auf die Idee kommen, dass wir Unheil stiften oder dass wir Schlechtes tun oder dass wir den anderen Schaden zufügen, ob sie Tiere sind, Menschen sind, ob sie Muslime sind oder nicht Muslime sind. Wir wollen hier leben wie alle anderen. Und wir wollen auch die Rechte haben, was die anderen haben. Und wir sind auch verpflichtet und wir versuchen, unserer Verpflichtung nachzugehen. Aber dass man uns zu Unrecht behandelt und man versucht, das immer sozusagen krumm zu bringen, als ob wir Kriminelle wären. Und ich meine mit wir die Muslime. Weil manche Muslime, die verstehen das nicht. Die denken, das geht um Personen, um Namen oder um Leute, die Bärte tragen und in die Moscheen gehen. Das ist nicht der Fall. Das geht um die Muslime, aber stufenweise. Man hat die Muslime heute sozusagen gerastert. Es gibt Raster. Oben dann weniger, weniger, weniger. Gefährlich. Weniger gefährlich. Weniger gefährlich. Weniger gefährlich. Und so weiter. Und man hat das durch bestimmte Leute gemacht, die ihre Meinungen einfach gesagt haben. Weil diese Leute im schmutzigen Wasser angeln. Und weil diese Leute etwas erreichen wollen, was wir auch nicht wissen. Deshalb erstmal unsere Haltung. Unsere Haltung ist klar. Und wenn ich sage unsere, ich meine damit jeder Muslim, der Allah liebt, der den Propheten liebt, jeder Muslim, der den Islam ernst nimmt in seinem Leben und der den Islam als sozusagen Lebensstil und Identität hat. Aber wenn man den Islam nicht als Lebensstil und nicht als Identität haben will, das ist ein anderes Thema. Aber ich rede über Leute, die ihre Religion ernst nehmen. Unsere Haltung ist klar in diesem Land. Wir wollen in diesem Land weder Extremismus noch Terrorismus. Weder Unheil stiften, noch Schlechtes tun. Wir wollen in diesem Land weder Parteien noch Gruppierungen. Wir wollen in diesem Land weder etwas Macht erreichen oder sozusagen Weg von den Leuten hier ändern. Jeder ist frei. Und jeder kann für sich selber entscheiden. Wir können niemanden zwingen, etwas zu machen. Unsere Aufgabe ist nur, den Leuten zu erklären, das ist unsere Religion. Wir wollen unseren Islam pflegen und wir wollen niemanden stören und wir wollen niemanden niemals auch Unheil stiften. Wir wollen, dass die Eltern gut ihre Kinder erziehen und dass die Kinder
ihre Eltern respektieren. Wir wollen, dass unsere Kinder eine Zukunft haben und die Kinder auch von anderen Mitmenschen, dass sie ihre Zukunft haben. Wir wollen nicht, dass unsere Kinder Drogendealer werden oder Kriminelle werden. Wir wollen nicht, dass sie Diebe werden. Und wir wollen, barakallahu fikum, dass sie richtige Menschen werden, die vernünftig sind und die humanitär sind, die tolerant sind und barmherzig sind. Aber wir könnten natürlich unterschiedliche Meinungen haben und unterschiedliche Auffassungen. Wir Muslime, wir haben unter anderem, unter uns selber, haben wir unterschiedliche Ansichten. Wenn das belegt ist, dann kein Problem. Und wir bleiben alle Brüder und Schwestern und Geschwister. Auch mit Nicht-Muslimen können wir natürlich unterschiedliche Ansichten haben. Warum? Weil wenn die anderen unsere Ansichten haben, dann werden sie den Islam annehmen. Aber die haben nicht unsere Ansichten. Und deshalb sollte man uns verstehen und sollte man versuchen, uns zu verstehen. Erstmal von Muslimen, weil manche Muslimen, die glauben, was man ihnen zeigt durch die Presse und manche von Politik und manche, ich sage nicht alle, von Sicherheitsvertretern, Behördenvertretern oder von Politikvertretern oder von Pressevertretern. Das ist unsere Haltung. Man soll uns sagen, ob diese Haltung falsch ist oder richtig ist. Seit Jahren plädieren wir und bitten wir darum, dass man uns sagt, das ist eure Grenze. Diese Themen dürft ihr erzählen. Diese Themen dürft ihr nicht. Bis heute keine Antwort. Seit 6 Monaten habe ich persönlich einen Brief an die Sicherheitsbehörden geschickt. Wie, ich bin bereit. Ich will einen Termin haben. Termin. Damit wir sitzen und die Sachen klären. Was wollen Sie von uns? Warum reden Sie schlecht über uns? Warum verkaufen Sie meine persönlichen Daten an die Presse? In Deutschland ist das strafbar, dass man die Daten von Personen an eine dritte Person weiterverkauft. Der Datenschutzbeauftragte, der hat mir einen Brief geschickt. Der hat mir gesagt, das ist Skandal, dass man ihre Daten an eine dritte Person weitergibt. Und er sagt, das steht Ihnen, Sie haben recht. Er sagt mir das, weil das die Sache klar ist. Ja, und trotzdem, schaut mal, man hat die Daten von Bahnarbeitern und man hat sie beobachtet, schaut mal, was man daraus gemacht hat. Aber Daten von einem Würdenträger, von einem Imam, und man nennt ihn Geistlicher, seit 8 Jahren oder mehr, ständig Abhörung, Beobachtung. Ich habe alles schwarz auf weiß. Alles schwarz auf weiß. Die haben mich beobachtet und abgehört und bis heute gar nichts. Wisst ihr dann die neue Methode? Man sucht mir vor 15 Jahren, was ich damals gesagt habe, vor 15 Jahren, da sucht man mir, vielleicht findet man etwas in diesen Reden und Unterrichten vor 14, 15 Jahren und 10 Jahren. Subhanallah. Warum das Ganze? Ich rede nicht über meine Person. Ich rede nicht über meine Person. Aber das ist ein Beispiel, weil ich das weiß. Ja? Und deshalb sage ich, barakallahu fikum, wie die Sache ist.